Meine Damen und Herren, ich möchte mich zunächst herzlich bedanken für die Einladung und ich möchte Herrn Braun für seine freundlichen Einführungsworte danken. Also der Titel lautet nicht metaphysische Letztbegründung. Ich würde ein Fragezeichen auch noch zum Titel zählen. Und ich möchte zunächst sagen, ich bin aufgefordert worden, im Rahmen des Philosophischen Forums nach metaphysische Philosophie über dieses Thema nicht-metaphysische Letztbegründung zu sprechen. Eine solche Themenstellung ist natürlich nicht selbstverständlich. Sie enthält Voraussetzungen hinsichtlich der Begriffe Metaphysik und Letztbegründung, die nur demjenigen verständlich sein können, der mit der philosophischen Diskussion der letzten zwei Jahrzehnte einigermaßen vertraut ist. Unter dieser Bedingung aber, die von den Formulierern des Themas offenbar erfüllt wurde, enthält die Aufforderung in der Tat eine Pointe. Und diese Pointe hat mich dazu bewogen, die Aufforderung anzunehmen. Die Pointe des mir gestellten Themas liegt offenbar in der folgenden Frage. Kann es das geben, eine philosophische Letztbegründung, die zugleich nicht metaphysisch ist? Muss nicht mit der traditionellen Metaphysik zugleich die Idee der philosophischen Letztbegründung in der theoretischen Philosophie wie auch in der Ethik aufgegeben werden? Diese letztere Unterstellung wird in der Tat von den meisten Vertretern einer postmetaphysischen Philosophie oder noch radikaler eines nachmetaphysischen Denkens, das vielleicht nicht einmal mehr philosophisch sein muss, geteilt. So zum Beispiel von den von Nietzsche und Heidegger ausgehenden sogenannten Postmodernisten in Frankreich und so von den Neopragmatisten in den USA, wie zum Beispiel Richard Rorty, und so auch von meinem Freund Jürgen Habermas, der freilich mehr das Wort Letztbegründung als die Sache zu scheuen scheint. Denn eine praktisch hinreichende normative Begründung der Ethik und der kritischen Theorie der Sozialwissenschaften möchte er schon sicherstellen. Sozusagen eine praktisch alternativenlose Begründung, wie er zu sagen pflegt. Nun, mir wird also die heutzutage schon beinahe als paradox erscheinende Position zugeschrieben, zugleich eine nachmetaphysische Philosophie und die Möglichkeit bzw. Notwendigkeit einer Letztbegründung zu vertreten. Und so verhält es sich in der Tat. Und um die scheinbare Paradoxität auf die Spitze zu treiben, will ich sogleich noch zur Erläuterung die folgende These hinzufügen. Gerade um der Letztbegründung willen bedarf es heute einer postmetaphysischen Philosophie. Denn gerade darin liegt meines Erachtens der Hauptmangel der traditionellen Metaphysik, ein Mangel, die sie mit dem mythischen Denken teilt, dass sie eine Letztbegründung immer nur dogmatisch zu suggerieren vermag. Der Struktur nach etwa so wie die Lehre von Gott als der Causa Sui. Oder auch wie jener indische Mythos, der erzählt, dass die Welt von einem Elefanten getragen sei. Und wenn man dann weiter fragt, dass der Elefant wiederum von einer Schildkröte getragen werde, worauf die Erzählung abbricht. Kurz, ich teile die Meinung der Popper, insbesondere von Hans Albert, nach der die rationalistische Metaphysik, und das ist ja die üblicherweise mit der Idee der Letztbegründung assoziierte Form der Metaphysik, sich mit Notwendigkeit in das sogenannte Münchhausen-Trilemma der Letztbegründung verwickelt. Das heißt, entweder erstens führt sie auf einen unendlichen Regress, so wie schon die Mythen der Weltentstehung, wenn man beharrlich weiterfragt, auf einen Regress führen. Oder zweitens, sie führt auf einen logischen Zirkel, in dem das zu Begründende selbst bei der Begründung in Anspruch genommen wird. Oder drittens, sie muss den Begründungsregress dogmatisch abbrechen, indem sie einen sogenannten letzten Grund aller Dinge als evident einsehbar erklärt. Zum Beispiel Gott als causa sui et ens a se. Wohlgemerkt, es geht hier nur um einen Mangel der logischen Begründungsstruktur der Metaphysik. Bestritten wird nicht die mögliche Tiefe
der jeweils herangezogenen Begründungen, insbesondere derjenigen Begründung, bei der sich das Fragen nach Gründen beruhigen soll. Die Tiefe der metaphysischen Begründungen, der Begründungsgedanken, kann sehr unterschiedlich sein. Das zeigt sich meines Erachtens unter anderem auch in der mehr oder weniger großen Erklärungskraft der wissenschaftlichen Theorien, deren grundlegende Erklärungshypothesen ja nachweislich von der Metaphysik inspiriert sind. Aber gerade von den Erklärungshypothesen der empirischen Wissenschaft wird heute ja mit Recht niemand mehr eine Letztbegründung unseres Wissens erwarten. Sie unterliegen vielmehr als Hypothesen der fortschrittsfähigen Wissenschaft von vornherein dem Fallibilismus Vorbehalt, der sie einem nicht abschließbaren Prozess der Begründung und der möglichen Falsifikation aussetzt. Insofern steht auch die Auffassung der Metaphysik als womöglich unentbehrlicher Inspirationsquelle tiefer Globalhypothesen der Wissenschaft nicht im Widerspruch zu der zuvor erwähnten Kritik der traditionellen Metaphysik als Wissenschaft der Letztbegründung. Vielmehr wird gerade auch mit der Peirce'schen und Popper'schen Idee einer selbstfallibilistischen Metaphysik als Wissenschaft von den Globalhypothesen gewöhnlich die Konsequenz verbunden, dass jedenfalls der Gedanke der Letztbegründung zusammen mit dem zugehörigen traditionellen Begriff der Metaphysik als Prima Philosophia aufgegeben werden muss. Und zwar deshalb, weil eben die Begründungsstruktur einer rationalen Metaphysik ganz ebenso wie diejenige der aus ihr hervorgegangenen Erfahrungswissenschaft, wie gezeigt, keine Letztbegründung zulässt, wie das Münchhausen-Trilemma zum Beispiel zeigt. Das dürfte heute die vorherrschende Meinung bei allen logisch orientierten Kritikern der traditionellen Metaphysik sein. Von dem von Nietzsche und Heidegger orientierten postmodernistischen Kritikern der Metaphysik kann ich heute leider nicht sprechen. Das wäre ein eigener Vortrag. Nun, ich selber gehöre auch zu den Kritikern der traditionellen Konzeption der ontologischen Metaphysik. Und die Peirce'sche bzw. Popper'sche Konzeption der heute noch möglichen Metaphysik als der spekulativen Disziplin der Globalhypothesen leuchtet mir sehr ein. Vor allem leuchtet mir die hier zugrunde liegende Einsicht ein, dass die traditionelle ontologische Metaphysik und die moderne hypothetische Wissenschaft letzten Endes dieselbe Begründungsstruktur voraussetzen und deshalb keine Letztbegründung liefern können. Doch ich ziehe daraus nicht die von den Popperianern gezogene Konsequenz der Verabschiedung des Gedankens der Letztbegründung, sondern umgekehrt die Konsequenz der Notwendigkeit einer postmetaphysischen Philosophie, einer Philosophie, welche eine andere Begründungsidee voraussetzt als die empirische Wissenschaft und die traditionelle ontologische Metaphysik und die deshalb die Aufgabe einer spezifisch-philosophischen Letztbegründung übernehmen kann. So viel zur ersten Einführung des mir gestellten Themas. Im Folgenden wird es nun darum gehen, die vielleicht befremdlich anmutenden Andeutungen über meine programmatische Position genauer zu erläutern und auch zu begründen. Dabei möchte ich folgende Fragen zu beantworten versuchen. Erstens, weshalb benötigen wir denn eigentlich in der Philosophie, im Unterschied sowohl zu den empirischen Wissenschaften als auch zu einer hypothetischen Metaphysik, so etwas wie Letztbegründung? Welche sind denn also die Motive für das Insistieren auf einer Begründung, die zugestandenermaßen nicht im Zuständigkeitsbereich der Wissenschaftslogik liegt? Geht es hier nicht doch um ein Sicherheitsbedürfnis, das nur durch einen der rationalen Kritik entzogenen Dogmatismus befriedigt werden kann? Geht es also nicht um das, was heute oft Fundamentalismus genannt wird? Mir ist klar, dass der Terminus Letztbegründung, den ich als Alternative zum Letztbegründungsbegriff Hans Alberts eingeführt habe, von den meisten zunächst einmal umstandslos mit dem Begriff des religiös-metaphysischen Fundamentalismus assoziiert wird.
Und gewöhnlich ist dann der Verdacht naheliegend, der Vertreter einer philosophischen Letztbegründung müsse wohl persönliche Unfehlbarkeit für sich in Anspruch nehmen. Das hat auch der Moderator damals geäußert beim Funkkolleg. Ich konnte es gerade noch mit einem Schrei irgendwie apostrophieren, ja, um Gottes Willen. Also sind Sie also für Unfehlbarkeit. Dann ergibt sich also die Frage, warum muss ich also angesichts der soeben angedeuteten Assoziationen, die mir in der Tat äußerst unwillkommen sind, dennoch an der Notwendigkeit einer philosophischen Letztbegründung festhalten? Es wird sich zeigen, dass von der Beantwortung dieser Frage, die der zweiten Frage kaum zu trennen ist, nämlich die Beantwortung der Frage nach der Möglichkeit einer philosophischen Letztbegründung, die nicht dem von Albert sogenannten Münchhausen-Trilemma unterliegt. Die Antwort auf diese Frage setzt, wie im Vorigen schon angedeutet, voraus, dass die spezifisch philosophische Konzeption der Letztbegründung nicht unter den Begründungsbegriff fällt, der in der traditionellen ontologischen Metaphysik und in der Wissenschaftslogik vorausgesetzt wird. Drittens, schließlich wird die Frage zu beantworten sein, was die in Aussicht genommene Letztbegründung für die theoretische und die praktische Philosophie leisten könnte. Sollen sie, wie man im Anschluss an traditionelle Vorstellungen argwöhnen könnte, die Einzelwissenschaften und die praktischen Diskurse über ethisch-politische und rechtliche Fragen hierarchisch, wie auch Habermas gesagt hat, bevormunden, indem sie einen privilegierten Erkenntniszugang zur Geltung bringt? Oder lässt sich das Verhältnis der spezifisch-philosophischen Letztbegründung zu den offenen Diskursen der Wissenschaft und der Lebenswelt noch ganz anders auffassen? Versuchen wir also zunächst, ich komme zum ersten Punkt, es waren also drei Fragen, die ich beantworten möchte. Versuchen wir also zuerst die Frage nach der Notwendigkeit oder genauer, man müsste eigentlich im Deutschen sagen können, Nötigkeit, Need, Englisch. Nicht Notwendigkeit ist ja zweideutig, ist ein schreckliches Wort. Dass wir das nötig haben, nach der Nötigkeit einer spezifisch-philosophischen Letztbegründung zu beantworten. Ich kann hier leider aus Zeitgründen nur darauf hinweisen, dass diese Frage am einleuchtendsten in der Ethik, also in der praktischen Philosophie, zu beantworten wäre. Was sollte schon ein junger Mensch, der in der sogenannten Adoleszenzkrise dazu gelangt ist, alle traditionellen Moralkonventionen, etwa mit Nietzsche, radikal in Frage zu stellen, und der in dieser Situation nun die Frage stellt, warum soll ich überhaupt moralisch sein? Was sollte er mit einer Antwort anfangen, die keine Letztbegründung liefert, sondern sich selbst von vornherein als bedingt bzw. als revidierbar relativiert? Ich werde auf diesen Punkt bei der Beantwortung der Frage nach der Möglichkeit einer Letztbegründung noch einmal zurückkommen. Weniger naheliegend scheint die Nötigkeit einer Letztbegründung in der theoretischen Philosophie, zum Beispiel in der Erkenntnistheorie und in der Wissenschaftstheorie, zu sein. Warum sollten wir uns hier nicht ebenso wie in den empirischen Wissenschaften im Sinne des uneingeschränkten Fallibilismusprinzips mit der immer erneuten Aufstellung kühner Hypothesen und ihrer permanenten Kritik begnügen, so wie Albert vorschlägt? Wir setzen so gleichsam, um mit Popper zu reden, die Evolution des Lebens durch Mutation und Selektion auf der Ebene der Theoriebildung fort. Und zwar so, dass wir unsere Erkenntnishypothesen anstelle unserer selbst dem Kampf ums Dasein aussetzen, indem nur die jeweils Bestangepassten überleben. Genügt diese Poppersche Vision nicht, um theoretische Erkenntnis und ihren möglichen Fortschritt insgesamt hinreichend verständlich zu machen? Und kann die Frage nach Letztbegründung in diesem programmatischen Kontext nicht als obsolet, ja sogar als ein Störfaktor betrachtet werden, nämlich als ein Streben nach Sicherheit, das sowohl die Fantasie der Hypothesenbildung als auch die Rücksichtslosigkeit der Kritik behindert? Ich möchte bei der Beantwortung dieser Frage Poppers Vision des Erkenntnisfortschritts durchaus akzeptieren und zum Ausgangspunkt nehmen. Ich möchte aber auch darauf aufmerksam machen,
dass die Anwendung des evolutionstheoretischen Gleichnisses auf die menschliche Forschungspraxis einige zusätzliche spezifisch menschliche, ja geistige Voraussetzungen ins Spiel bringt. Um Hypothesen oder Theorien anstelle unserer selbst dem Kampf ums Dasein auszusetzen, derart, dass ihre Falsifikation mit der Ausmerzung des Nicht-Angepassten verglichen werden kann, müssen wir Menschen zum Beispiel verstehen von vornherein, was das heißt, eine Hypothese oder Theorie zu falsifizieren. Das Faktum der Falsifikation einer Theorie ergibt sich nicht von selbst, wie vergleichsweise das Aussterben einer Spezies, sondern es muss von uns aufgrund von Argumenten, also von Begründungen, als solches allererst akzeptiert werden, dass etwas falsifiziert ist. Kurz, es zeigt sich, dass auch und gerade eine Theorie der Forschung, welche diese als Fortsetzung der Evolution mit anderen Mitteln auffasst, keine bloß deskriptive oder erklärende, sondern eine zumindest auch normative, methodologisch relevante Theorie sein muss. Dies hat schon Charles Peirce betont, der im Übrigen die evolutionstheoretische Konzeption Poppers vorwegnahm. Nun will ich im gegenwärtigen Zusammenhang nicht die bislang kaum geklärten Probleme der hinreichenden Falsifikationskriterien im Sinne eines nicht mehr naiven, sondern sophisticated falsificationism diskutieren. Es genügt vielmehr, die folgende sehr allgemeine These zu vertreten. Wenn wir den wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt nicht nachträglich als einen bloßen Naturvorgang beschreiben wollen, derart, dass die älteren Theorien eben eines Tages zusammen mit ihren Vertretern aussterben, wie Thomas Kuhn suggeriert hat. Radikaler noch, wenn wir nicht mit Paul Feierabend sagen wollen, anything goes, was impliziert, dass man zwischen wissenschaftlichen Theorien und Märchen gar nicht mehr unterscheiden kann. Kurz, wenn wir mit Popper und übrigens auch mit dem späteren Thomas Kuhn die Wissenschaft und ihren Fortschritt als ein rationales Erkenntnisunternehmen verstehen wollen, dann ist es erforderlich, dass wir zumindest in groben Zügen verstehen, was es heißt, eine Hypothese oder Theorie mit Wahrheitsanspruch zu vertreten. Also nicht eine bloße Fiktion wie ein Märchen. Was es heißt, also eine Theorie zur Diskussion zu stellen und sie eventuell durch formale oder empirische Überprüfung zu falsifizieren. Die für uns entscheidende Frage in diesem Zusammenhang ist nun die: Lässt sich alles das, was wir schon wissen, verstehen und voraussetzen müssen, um das zur Diskussion stellen, überprüfen, kritisieren und eventuell falsifizieren von Hypothesen zu verstehen, lässt sich das alles prinzipiell wiederum auf falsifizierbare Hypothesen zurückführen? Derart, dass wir nicht a priori gewiss, dass wir nichts als a priori gewiss schon verstehen und voraussetzen müssten. Genau dies behaupten in der Tat die Vertreter des uneingeschränkten Fallibilismusprinzips, die eine philosophische Letztbegründung von Erkenntnisprinzipien nicht nur für unmöglich, sondern auch für unnötig halten. Wie steht es also mit den Verständnispräsuppositionen fallibilistischer Wissenschaftslogik selbst? Um mir die Antwort an dieser Stelle nicht zu leicht zu machen, möchte ich zunächst ein vom späten Wittgenstein und vom frühen Peirce inspiriertes Argument einführen, welches das uneingeschränkte Fallibilismusprinzip nur scheinbar meines Erachtens direkt widerlegt. Das Argument lautet: Jeder konkrete Zweifel, der geeignet ist, eine wissenschaftliche Theorie in Frage zu stellen, muss selber paradigmatische Gewissheiten, das heißt Gewissheiten, die zum Sprachspiel gehören und sein Funktionieren ermöglichen, in Anspruch nehmen. Deshalb, so die erste Folgerung, kann ein universaler Zweifel oder ein entsprechendes uneingeschränktes Fallibilismusprinzip keinen methodologisch relevanten Sinn haben. Es wäre nur ein Paper Doubt, wie Charles Peirce gesagt hat, ein Papierzweifel. Nun, auf dieses Argument kann aber der radikale Fallibilist, also Albert, noch Folgendes entgegnen. Gewiss kann niemals in concreto alles zusammen, alles, was wir faktisch für gewiss halten, bezweifelt bzw. in Frage gestellt werden.
Man kann und muss vielmehr zugeben, dass jeder konkrete Zweifel paradigmatische Gewissheiten im Sinne von Wittgenstein voraussetzt. Aber gerade dieser Umstand gibt Anlass zu einem methodologisch relevanten, virtuell universalen Zweifel in Bezug auf jedes Sprachspiel und seine paradigmatischen Gewissheiten. Auf der Meta-Ebene sozusagen, auf der Reflexionsstufe der Methodologie. Nämlich keines dieser Sprachspiele und insofern keine paradigmatische Gewissheit ist für alle Zeiten oder auch nur in the long run gegen Zweifel und Revision immun. Das zeigt gerade der Paradigmenwechsel in der Wissenschaftsgeschichte. Nun, diese Erneuerung eines virtuell universalen Fallibilismusprinzips auf der formal-methodologischen bzw. wissenschaftstheoretischen Ebene ist meines Erachtens keineswegs bedeutungsleer, wie man manchmal von Wittgensteinianern hören kann. Vielmehr liegt darin eine notwendige Ergänzung der Lehre vom Paper Doubt, wie Peirce selber eingesehen hat später. Wissenschaftstheoretische Aufklärung, die sich gegen Dogmatismus ebenso wie gegen den sinnleeren Paper Doubt schützen will, muss beides anerkennen. Die Angewiesenheit jedes inhaltlich konkreten Zweifels auf paradigmatische, faktische Gewissheitsvoraussetzungen und die virtuell universale Bezweifelbarkeit aller faktischen Gewissheiten, aller nur faktischen Gewissheiten, auch der paradigmatischen Gewissheiten faktisch eingespielter Sprachspiele auf der Ebene methodologischer Reflexion. Ist nun damit bereits erwiesen, dass das uneingeschränkte Fallibilismusprinzip jeden Versuch einer Letztbegründung a priorischer Gewissheiten a priori auf der Reflexionsebene schon überholt hat und insofern als unmöglich und unnötig erweist? Dies ist die letzte Ebene der Argumentation, soweit ich sehe, bei Hans Albert. Wie steht es, jetzt frage ich ihn erneut, wie steht es aber dann mit den Gewissheitsvoraussetzungen, paradigmatischen Voraussetzungen, die das Prinzip des uneingeschränkten Fallibilismus selber voraussetzen muss, um verständlich zu sein? Wittgenstein zufolge muss es auch hier paradigmatische Sprachspielgewissheiten geben, die das Verständnis der wesentlichen Begriffe und Aussagen allererst möglich machen. Und es ist auch in der Tat nicht schwer, diejenigen Existenz- und Regelpräsuppositionen zu nennen, die in dem zur Statuierung des Fallibilismusprinzips zugehörigen Sprachspiel als paradigmatisch gewiss vorausgesetzt werden müssen. Ich will hier ohne Vollständigkeitsanspruch nur einige dieser Voraussetzungen anführen. Es muss zum Beispiel vorausgesetzt werden, dass es so etwas wie Wahrheit von Aussagen im Unterschied zur Falschheit von Aussagen gibt. Ja, Fallibilismusprinzip setzt das voraus, sonst kann ich es nicht verstehen. Ferner muss vorausgesetzt werden, dass es Aussagen, sogenannte Hypothesen gibt, die mit Wahrheitsanspruch, aber ohne Gewissheitsanspruch in einem argumentativen Diskurs zur Diskussion gestellt werden können. Derart, dass man im Prinzip voraussetzt, dass diese Aussagen überprüft und anhand von Kriterien als intersubjektiv gültig, das heißt konsensfähig, oder als falsch erwiesen werden können. Ferner muss noch vorausgesetzt werden, dass bestimmte Argumentationsregeln als normative Bedingungen der Möglichkeit der Diskussion und das heißt der konsensualen Einlösung oder Kritik von Wahrheitsansprüchen zu befolgen sind. Zum Beispiel die Regel, dass alle Diskursteilnehmer prinzipiell gleichberechtigt sind, dass also keine Argumente ausgeschlossen werden und dass nur das bessere Argument, niemals aber offene oder versteckte Gewalt, zum Beispiel Verhandlungsangebote, Drohungen oder suggestive Überredungen bei der Diskussion von Wahrheitsansprüchen eine Rolle spielen dürfen. Diese gewiss unvollständigen Andeutungen genügen meines Erachtens schon, um zu zeigen, dass das Fallibilismusprinzip, um verständlich zu sein, bereits so etwas wie ein Diskursprinzip als Bedingung seiner Möglichkeit voraussetzt. Und dieses letztere Prinzip, das Diskursprinzip, und die in ihm implizierten Existenz- und Regelpräsuppositionen sind offenbar als a priori gewiss vorauszusetzen, wenn man das Fallibilismusprinzip und seine methodologische Anwendung verständlich machen will.
Darin, so könnte man sagen, liegt die unentbehrliche philosophische Letztbegründung des Fallibilismusprinzips selber. Als nötig erweist sich diese Letztbegründung, so könnte man hinzufügen, insbesondere deshalb, weil die undogmatische Offenheit und Gewaltfreiheit des argumentativen Diskurses als normative Bedingung der Möglichkeit von Kritik und möglicher Falsifikation von Hypothesen sichergestellt werden muss. Insofern ergibt sich also die Nötigkeit der Letztbegründung keineswegs aus einem Bedürfnis nach dogmatischer Sicherheit, sondern aus dem Interesse an der Gewährleistung eines größtmöglichen Spielraums für das Fallibilismusprinzip der modernen Wissenschaft. Da lege ich großen Wert drauf. Ich nenne mich auch Fallibilist, so in diesem Aufsatz: Fallibilismus, Konsenstheorie und Letztbegründung. Diese drei Begriffe fordern sich. Sie widersprechen sich nicht, sondern sie fordern sich. Fallibilismus, Konsenstheorie der Wahrheit und Letztbegründung. Es ist bekannt, dass sich nun der pankritische Rationalismus, das ist ein Ausdruck von Bartley, den Radnitzky übernommen hat, der pankritische Rationalismus der Spätpopperianer an diesem Punkt noch keineswegs geschlagen gibt. Man argumentiert dahin, dass ja auch die von mir angedeuteten Existenz- und Regelpräsuppositionen des Diskursprinzips ihrerseits wiederum revidierbar sein könnten und insofern ihrerseits dem uneingeschränkten Fallibilismusprinzip unterworfen seien. Ja, man geht noch weiter und behauptet, dass sogar das Fallibilismusprinzip selber mitsamt seinen Präsuppositionen als fallibel angesehen werden müsse, da ja alles fallibel ist. Was ja irgendwie plausibel ist, wir endlichen Menschen, für uns ist halt, wir sind halt fehlbar. Für uns ist alles fallibel, also auch das Fallibilismusprinzip. Wir können nichts sagen, was nicht fallibel ist. Ich verkenne nicht, dass das eine ungeheure Suggestionskraft hat. Heute ist das so, sagt auch mein Freund Habermas. Es ist alles fallibel. Das ist die Endlichkeit unserer Vernunft. Das können wir heute endlich einsehen, dass alles fallibel ist. Ich will das nicht, die Stärke, diese Suggestion, die will ich keineswegs verdecken, nicht? Nun, darauf will ich an dieser Stelle nur in aller Kürze noch Folgendes erwidern. Es ist in der Tat richtig, dass auch die Präsuppositionen des Diskursprinzips, ohne die das Fallibilismusprinzip nicht verstehbar ist, ihrerseits explikationsbedürftig sind und dass diese Explikationen, Sinnexplikationen, wiederum revidierbar sind. Aber was besagt dies? Das scheint mir jetzt die entscheidende Frage zu sein. Ich kann durchaus zugestehen, dass die Sinnexplikationen dieser unbestreitbaren Präsuppositionen, dass die wiederum in einem gewissen Sinne revidierbar sind. Aber was besagt dies? Kann es zum Beispiel bedeuten, dass wir nicht mehr a priori wissen können, dass zum Beispiel die Existenz von Wahrheit und Falschheit und die prinzipielle Möglichkeit ihrer diskursiven Ermittlung durch Argumente unterstellt werden muss, wenn das Fallibilismusprinzip selber für uns Sinn haben soll? Diese Möglichkeit bleibt offenbar auch dann ausgeschlossen, wenn wir bis ins Unendliche damit fortfahren, die Präsuppositionen des Fallibilismusprinzips wegen ihrer Explikationsbedürftigkeit selbst wiederum dem Fallibilismusprinzip zu unterwerfen. Albert stellt sich ja das so vor, nun ja, auf der nächsten Ebene ist das dann wieder fallibel. Aber es wiederholt sich ja immer die Struktur, dass man, um Fallibilität zu verstehen, voraussetzen muss, es muss Wahrheit geben, Falschheit geben, es muss in the long run durch Argumente Ermittelbarkeit ermittelt werden können und so weiter. Das Fallibilismusprinzip, würde ich sagen, ist eben auf allen denkbaren Stufen seiner Anwendung nur insoweit verständlich, als auch seine Präsuppositionen bereits in ihrer a priorischen Gewissheit einsehbar sind, als a priori gewiss einsehbar sind. Nun, dieses Argument lässt sich durch die folgende Überlegung noch ergänzen und verstärken. Jede denkbare Revision, zum Beispiel auch Vervollständigung der Sinnexplikation der Präsuppositionen des Fallibilismusprinzips. Ich arbeite ja schon 20 Jahre dran, da ist mir schon ab und zu was Neues bei eingefallen, so ist das nicht. Also jede Explikation, jede Vervollständigung
Das ist jetzt der Punkt. Muss das a priori Wissen um die zu explizierenden Präsuppositionen auch zugleich schon voraussetzen? Das ist eine merkwürdige Struktur. Die Revisionen, die möglich sind, beruhen immer darauf, dass ich reflexiv wieder auf das, was ich a priori schon weiß, neu reflektiert habe. Insofern kann man hier allenfalls, schlimmstenfalls, von einer möglichen Selbstkorrektur der Sinnexplikationen der in Frage stehenden Präsuppositionen reden. Selbstkorrektur der Sinnexplikationen der in Frage stehenden a priori gewissen Präsuppositionen. Durch diesen strukturellen Umstand unterscheiden sich die möglichen Revisionen der Sinnexplikation philosophischen a priori Wissens wesentlich von den Falsifikationen empirischer, auch starker empirischer Theorien oder Hypothesen. Denn diese letzteren setzen, die empirischen Theorien und Hypothesen, setzen immer kontingente Erfahrungstatsachen als Kriterien oder Maßstäbe möglicher Bewährung oder Revision voraus. Auch in der Linguistik, was immer das Beispiel von Jürgen Habermas ist. Auch in der Linguistik, auch bei den stärksten Hypothesen von Chomsky sind es empirische, kontingente Maßstäbe, die als Bewährungs- oder Falsifikationsinstanzen vorausgesetzt werden. Und daneben setzen sie freilich auch noch die empirischen Falsifikationen, auch noch die Präsuppositionen des Fallibilismusprinzips voraus. Diese letzteren setzen sie aber voraus, nicht als inhaltliche Bewährungskriterien, sondern als Präsuppositionen des Begriffs der Überprüfung bzw. der Falsifikation. Also die empirischen Hypothesen setzen immer zweierlei voraus. Inhaltliche Kriterien, die müssen kontingent sein. Und außerdem setzen sie auch immer diese letztbegründbaren Präsuppositionen voraus, als, wie ich gezeigt habe, Präsuppositionen des Begriffs der Überprüfung und Falsifikation selber. Wollte man nun diesen prinzipiellen Unterschied zwischen der Überprüfung empirischer Theorien und Hypothesen und der möglichen Revision der philosophischen Sinnexplikationen von a priori Wissen bestreiten, zum Beispiel tut das auch Jürgen Habermas, bestreiten, so müsste man behaupten, dass auch die Präsuppositionen des Sinns der Begriffe Überprüfung und Falsifikation empirisch überprüfbar seien. Und das sagt der Jürgen, genauso wie in der sagt er seit 10 Jahren schon jetzt, genauso wie in der Linguistik sei das, genauso wie bei Chomsky, genauso müssten auch die, zum Beispiel seine vier, die ich vollkommen teile, vier Geltungsansprüche und die Voraussetzung, dass nur durch Argumente die Kritik oder die Einlösung vonstatten zu gehen hat. Ich habe das ja alles angeführt. Dies alles müsste man auch genauso an Versuchspersonen überprüfen, wie man linguistische Hypothesen an Versuchspersonen überprüfen muss. Ich habe gerade gesagt, nein, es ist ein prinzipieller Unterschied. Das eine wird an kontingenten äußeren Instanzen geprüft, das andere wird nicht an kontingenten äußeren Instanzen überprüft. Wie aber dann? Nun, dies würde, meines Erachtens, wenn man dies fordert, diese Gleichheit mit empirischen Hypothesen, dann würde das auf ein Paradoxon führen. Man müsste es dann für möglich halten, dass die in Frage stehenden Präsuppositionen zugleich falsifiziert und bei der Falsifikation auch als gültig vorausgesetzt werden könnten, was ja die Bedingungen der Falsifikation sind, um zu verstehen, was Falsifikation ist. Eben dieses Paradoxon erreicht nun seine letzte Zuspitzung in der These des selbstanwendbaren Fallibilismusprinzips, das heute von Hans Albert, Gerard Radnitzky in Trier und Herbert Keut in Deutschland vertreten wird, außerdem noch von Bartley und einigen anderen. Dieser These zufolge müsste es möglich sein, dass das uneingeschränkte Fallibilismusprinzip zugleich widerlegt und als gültig bestätigt wird. Denn vorausgesetzt ist es ja immer bei der Widerlegung. Also es müsste zugleich widerlegt werden können und als gültig bestätigt werden. Dies enthält offenbar nicht nur einen logischen Widerspruch, sondern pikanterweise auch eine Selbstimmunisierung gegen mögliche Kritik. Das ist ja gar nicht mehr absehbar, wie man das soll widerlegen können. Ist ja immer richtig.
Wenn es widerlegt wird, ist es auch richtig. Gegen mögliche Kritik und Selbstimmunisierung gegen mögliche Kritik, das ist ja das, was Popper meines Erachtens völlig zu Recht als Sünde wider den Heiligen Geist kritischer Philosophie gebrandmarkt hat. Es zeigt sich hier, wie auch im Falle Feierabends und des Postmodernismus, eine Dialektik der überspitzten Selbstkritik der Vernunft. Eine Dialektik, der zufolge diese Widerwillen gerade in eine unkritisierbare, im Sinne Poppers unkritisierbare und insofern scheinbar unfehlbare Position geführt wird. Demgegenüber beruht die angebliche Unfehlbarkeitsposition derer, die eine philosophische Letztbegründung gerade auch des Fallibilismusprinzips der modernen Wissenschaft für nötig und möglich halten, auf einem psychologistischen Trugschluss, meines Erachtens. Wenn einer sagt, also wenn du sagst, prinzipiell muss es eine Letztbegründung geben, dann musst du zugleich eine Unfehlbarkeit des Menschen, also deine Unfehlbarkeit vertreten. So würde ich sagen, das ist ein psychologistischer Fehlschluss. Aus folgendem Grund. Das Eingeständnis nämlich, das ich natürlich gerne teile, das Eingeständnis, dass man selber jederzeit Fehler begehen kann, in der Philosophie so gut wie in den empirischen Wissenschaften und sogar in der Mathematik. Dieses notwendige Eingeständnis der subjektiven Fehlbarkeit ist sehr wohl damit vereinbar, dass man es für möglich hält, dass unter der idealisierenden Voraussetzung, dass man keinen Fehler begeht, gewisse Voraussetzungen des Argumentierens und insofern kritischer Wissenschaft als unbestreitbar notwendig eingesehen werden können. Wäre nämlich damit zu rechnen, dass ein Lügengeist, ein Deus malignus, uns immer betrügt, dass wir also immer irren, dann könnte man auch dies, dass wir möglicherweise immer irren, nicht als Argument vorbringen. Wir würden ja dann auch wieder irren. Und ebenso unmöglich wäre es in diesem Falle für Hans Albert, das Münchhausen-Trilemma als Aporie der metaphysischen Letztbegründungslogik einsichtig zu machen, was ich ja für einsichtig halte, also dieser Begründungsstruktur der traditionellen Metaphysik. Das kann er ja auch nur deshalb einsichtig machen, weil er in dem Moment, wie wir das immer tun, die idealisierende Voraussetzung macht, dass man nicht immer irren muss. Das müssen wir immer machen, sonst können wir nach Hause gehen, sonst ist Wissenschaft überhaupt nicht möglich. Und wie gesagt, das Argument mit dem Lügengeist von Descartes widerlegt sich selber, ist ein performativer Selbstwiderspruch. Man kann es als Argument nicht vorbringen, wenn es wahr wäre. Es würde sich sofort aufheben. Meine Damen und Herren, Sie werden bemerkt haben, dass meine Bemühungen, jetzt zunächst die Motive, meine Motive für das Anliegen einer philosophischen Letztbegründung ins rechte Licht zu rücken, wie eingangs schon vorausgesagt, von der Vorwegnahme von Argumenten für die Möglichkeit einer solchen Letztbegründung kaum zu trennen war. Gleichwohl habe ich bislang die Frage nach der Möglichkeit einer nicht-metaphysischen Methode der Letztbegründung, die deshalb auch nicht unter den von Albert im Münchhausen-Trilemma vorausgesetzten Begründungsbegriff fällt, noch nicht ausdrücklich beantwortet. Ich habe freilich durch die Rede von unbestreitbaren Möglichkeitsbedingungen, Sinnbedingungen oder Verständnispräsuppositionen der Grundbegriffe kritischer Wissenschaft und insofern auch des Fallibilismusprinzips selber schon die Fragedimension angezeigt, in der die nicht-metaphysischen Letztbegründungsargumente meines Erachtens zu finden sind. Es geht hier jedes Mal um etwas, das wir gerade dann immer schon als gültig voraussetzen müssen, wenn die Infragestellung oder Kritik von möglichen Begründungen selbst verständlich und insofern möglicherweise gültig sein soll. Insofern impliziert meine Argumentation hier eine Kombination zweier Momente, die sie, wie noch zu zeigen sein wird, von der im Münchhausen-Trilemma vorausgesetzten Begründungsmethode unterscheidet. Einmal geht es um die, ich würde schon mal vorausblickend sagen, Transzendentale. Einmal geht es um die Transzendentale. Frage nach den notwendigen Bedingungen von Gültigkeit. Zum anderen geht es darum, dass diese Frage durch strikte Reflexion auf die Voraussetzungen der aktuellen Argumentation, gerade auch der Begründungskritiker, bezogen wird.
Man fragt also in diesem Sinne zum Beispiel nach den notwendigen Gültigkeitsbedingungen des Fallibilismusprinzips selber. Und man stößt dann bei der Beantwortung dieser Frage auf die Voraussetzung des Diskursprinzips als einer Sinnbedingung für die Verwendung des Begriffs Fallibilismus und weiter auf die Nichtbestreitbarkeit der Existenz und Regelpräsuppositionen des argumentativen Diskurses als des Nicht-Hintergehbaren. Als Kriterium für die Nichtbestreitbarkeit der so als letztbegründet ausgezeichneten Argumentationspräsuppositionen liegt dann letztlich in dem pragmatischen oder performativen Selbstwiderspruch, der im Falle der Bestreitung eintreten würde. So etwa, wenn jemand behaupten wollte, ich bestreite mit Argumenten, dass ich argumentieren und insofern die Existenz und Regelpräsuppositionen gültigen Argumentierens als unbestreitbar anerkennen muss. In diesem Prinzip des performativen Selbstwiderspruchs liegt nun meines Erachtens auch das Testkriterium, dass die spezifisch-philosophische Letztbegründungsmethode, die auf die Bedingungen der Gültigkeit des Argumentierens reflektiert, von jeder empirischen Überprüfung von falliblen Hypothesen der Wissenschaft, zum Beispiel der Linguistik, und einer als Wissenschaft der Globalhypothesen aufgefassten Metaphysik unterscheidet. Damit wiederum hängt es zusammen, dass die hier apostrophierte spezifisch-philosophische Letztbegründungsmethode nicht unter den Begründungsbegriff fällt, der in der traditionellen ontologischen Metaphysik und in der modernen Wissenschaftslogik und im Münchhausen-Trilemma von Hans Albert vorausgesetzt ist. In all diesen Fällen nämlich lässt sich Begründung im allgemeinsten Sinn auffassen als Herleitung von etwas aus etwas anderem. Im strikten Sinne des zwingenden Beweises bezieht sich diese Definition auf die logische und mathematische Deduktion. Im weiteren Sinn aber auch auf die empirische Überprüfung von Hypothesen durch Induktion und auf die von Charles Peirce entdeckte und als innovative Methode der Erklärung ausgezeichnete Schlussform der Abduktion. Das ist alles Herleiten von etwas aus etwas anderem. Peirce zufolge bilden diese drei Begründungsmethoden in ihrer Interdependenz zusammen mit der ständig einfließenden Zeicheninterpretation die normativen Voraussetzungen der Wissenschaft, einschließlich der spekulativ-hypothetischen Metaphysik. Inwiefern unterscheidet sich nun davon die zuvor skizzierte spezifisch-philosophische Letztbegründungsmethode? Nun, zunächst ist leicht zu sehen, warum die drei Schlussformen der Deduktion, der Induktion und der Abduktion bei dem Versuch der Letztbegründung in das Münchhausen-Trilemma führen müssen. Als Herleitung von etwas aus etwas anderem müssen sie stets zum Weiterfragen Anlass geben, wenn kein logischer Zirkel und auch keine Dogmatisierung von Prämissen erfolgen soll. Ganz anders die von mir skizzierte spezifisch-philosophische Begründungsmethode. Als reflexiver Rekurs auf die Bedingungen der Gültigkeit der Argumentation kommt sie gar nicht in die Situation der Herleitung von etwas aus etwas anderem und insofern des unendlichen Regresses. Denn sie vergewissert sich nur dessen, was sie selbst als Begründungsmethode immer schon in Anspruch nimmt. Das heißt, solcher Voraussetzungen, die sie bei Strafe des performativen Selbstwiderspruchs nicht bestreiten kann. Sie liefert also keine ontologisch-kosmologischen Erklärungen, sondern lediglich eine Selbstvergewisserung der argumentativen Vernunft in ihren Regel- und Existenzpräsuppositionen. Muss das nicht letztlich genau in dem Maße, in dem es wirklich auf Unbestreitbares führt, auch zugleich trivial oder nichtssagend sein? Und mit dieser Frage komme ich zum letzten Teil meines Vortrags, in dem es um die Relevanz der hier vorgeschlagenen Letztbegründungsmethode geht. Betrachten wir ein Beispiel. Die radikalste Frage, die nach Popper der Philosoph sich stellen kann, lautet: Warum soll ich überhaupt vernünftig sein? Das heißt, warum soll ich die normativen Bedingungen eines kritisch-argumentativen Diskurses anerkennen? The Criticist Principle, sagt er auf Deutsch, auf Englisch. Und warum soll ich das anerkennen und nicht ein obskurantistisches Wunschdenken,
das sich jeder Kritik entzieht, vorziehen. Wollte man die Antwort auf diese Frage im Sinne der Begründung durch Herleitung aus etwas anderem finden, so müsste man ersichtlich das zu Begründende, nämlich die Einstellung der Vernunft, bei der Begründung selbst schon voraussetzen. Man würde sich also in einen logischen Zirkel verwickeln. Daraus zieht Popper den Schluss, dass in diesem Fall eben keine Begründung mehr möglich ist, sondern nur, sagt er, eine prärationale und irrationale, aber gleichwohl moralische Letztentscheidung, die an die Stelle der Letztbegründung treten muss. Diese Antwort ist verständlich, oh ja, hochverständlich, und unter der Voraussetzung des üblichen, nicht reflexiven Begründungsbegriffs, des Begründungsbegriffs, den auch Albert voraussetzt, im Münchhausen-Trilemma, unvermeidlich. Dagegen zeigt die von mir skizzierte reflexive Begründungsmethode, meines Erachtens, dass die von Popper letztlich unterstellte Wahl- oder Entscheidungssituation zwischen Vernunft und Unvernunft gar nicht eintreten kann. Denn wer ernsthaft die Poppersche Frage stellt, und das heißt, sie zumindest im Selbstgespräch zur Diskussion stellt, man kann sie auch an sich selber stellen, warum soll ich vernünftig sein und nicht? Wer diese Frage ernsthaft stellt, der kann sich durch strikte Reflexion auch dessen vergewissern, dass er den Boden der argumentativen Vernunft des Diskurses immer schon notwendigerweise betreten hat. Dass er somit auf die normativen, auch die normativen Bedingungen eines solchen Diskurses immer schon in actu schon anerkannt hat. Ja, er kann jetzt auch durchschauen, dass genau dies der Grund dafür ist, dass man allerdings das Vernünftigsein nicht ohne Zirkel begründen kann, wenn man den üblichen, nicht reflexiven Begründungsbegriff etwas aus etwas anderem herleiten voraussetzt. Dass Popper, wie viele andere, die Möglichkeit einer reflexiven Letztbegründung übersieht und stattdessen zu einer Letztentscheidung seine Zuflucht nimmt, das dürfte freilich noch einen anderen Grund haben, der sehr verständlich ist und daher nicht unerwähnt bleiben darf. Man kann zwar in der reflexiven Letztbegründung einsehen, dass man nicht argumentieren und das heißt auch nicht mit Gültigkeitsanspruch denken kann, ohne die normativen Bedingungen des argumentativen Diskurses, also insofern Vernunft, schon anzuerkennen. Doch damit ist noch keineswegs natürlich garantiert, dass man in der konkreten Situation, zum Beispiel im Falle eines Interessenkonfliktes, der eingesehenen Vernunftnorm auch folgt und sich nicht dagegen entscheidet, zugunsten nämlich seines persönlichen Vorteils. Das bleibt immer noch möglich. Und dieses Entscheidungsproblem, das zweite, das Problem des guten oder bösen Willens, kann natürlich durch die reflexive Letztbegründung dessen, was sein soll, nicht mitgelöst werden. Das kann durch kein Argument irgendwie garantiert werden, dass der Betreffende sich dann auch im Sinne des guten Willens entscheidet. Das ist die Grenze, natürlich. Nun, daraus ist bei vielen Philosophen offenbar der Schein entstanden, dass das Problem der Letztbegründung überhaupt durch das einer Letztentscheidung ersetzt werden müsse. Doch dieser Schluss ist meines Erachtens falsch. Es ist ja auch falsch anzunehmen, die Einsicht der reflexiven Letztbegründung, welche die entsprechende Willensentscheidung nicht determiniert, also auch nicht garantiert, könne deshalb überhaupt keine Motivationskraft haben. Das folgt nicht. Wer da ernsthaft fragt, warum soll ich moralisch sein, warum soll ich vernünftig sein und sich eine Antwort geben kann im Sinne der Letztbegründung, das habe ich doch eigentlich schon anerkannt, wenn ich jetzt auf Argumente setze, nun, der hat schon ein Motiv. Aber freilich, ob er dann, wenn der Vorteil winkt, diesem Motiv folgt, das ist eine andere Frage. Aber die sollte man nicht verwechseln, diese beiden Fragen. Stellen wir deshalb erneut die Frage, worin liegt die mögliche praktische Bedeutung der reflexiven Letztbegründung, das heißt des Nachweises, dass man die normativen Bedingungen der Vernunft im Sinne des argumentativen Diskurses immer schon anerkannt hat. Die Antwort auf diese Relevanzfrage kann jetzt im Einklang mit Poppers radikaler Fragestellung folgendermaßen formuliert werden. Die Bejahung des diskursiven Vernunftprinzips entscheidet über die Anerkennung der Normen des argumentativen Diskurses, die sowohl in der kritischen Wissenschaft als auch darüber hinaus in einer Diskursethik der praktischen Vernunft vorausgesetzt sind.
Es besagt, man kann sich jederzeit durch strikte Reflexion davon überzeugen, dass nicht nur wie bei Descartes mein prinzipiell einsames Denken nicht hintergehbar ist, sondern damit zugleich mit meinem Denken auch die Rationalitätsform des argumentativen Diskurses, die von der Rationalitätsform etwa des instrumentellen und strategischen Denkens scharf zu unterscheiden ist. Für die Dimension der theoretischen Vernunft, der Erkenntnis und der Wissenschaft bedeutet dies, dass man immer schon anerkannt hat, dass sie, die theoretische Vernunft, einen unbegrenzten kritischen Diskurs voraussetzt, in dem jeder Diskursteilnehmer von vornherein auf die Anwendung strategischer, zum Beispiel rhetorisch-manipulativer Methoden, der Durchsetzung oder Immunisierung oder Dogmatisierung eigener Meinungen verzichtet hat. Für die Dimension der praktischen, der ethisch-politischen Vernunft bedeutet es, dass man weiß, dass alle verbindlichen Normen der Moral und des Rechts letztlich nur durch die Konsensfähigkeit für alle Betroffenen in einem gewaltfreien Diskurs legitimiert werden können. Hier muss ich eine Ergänzung machen. Freilich kann man auf der Ebene einer selbst noch konsensfähigen Verantwortungsethik auch wissen, dass die Anwendungsbedingungen der idealen Diskursethik in der Realität nicht gegeben sind und dass diese Situation der Conditio Humana in der politischen Praxis im weitesten Sinne eine selbst noch ethisch konsensfähige Vermittlung zwischen diskursiv-ethischer und strategischer Rationalität erforderlich macht. Das ist mein Problem von Teil B der Ethik, das ich in dem Buch Diskurs und Verantwortung behandle. Ich kann hierauf nicht jetzt eingehen. Nun, am Schluss meines Vortrags muss ich nun aber noch einmal auf die Frage zurückkommen, warum die von mir vertretene spezifisch-philosophische Letztbegründung denn nicht metaphysisch bzw. nachmetaphysisch genannt wurde. Manche unter meinen Hörern, muss ich ja jetzt sagen, manche unter meinen Hörerinnen, wird sich schon längst die Frage vorgelegt haben, ob denn nicht die skizzierte Methode der reflexiven Letztbegründung in der philosophischen Tradition schon lange vorgebildet war. Und das ist zweifellos zu bejahen. Die Wurzeln der skizzierten Methode reichen weit zurück. Einzelne Wurzeln liegen zum Beispiel im sogenannten indirekten Beweis, Elenchos, wie er bei Platon und Aristoteles sich findet. Und sie liegen in den antiken Skeptikerwiderlegungen, insbesondere bei Augustinus und in der Neuzeit bei Descartes. Vor allem aber liegen die Wurzeln in dem, was seit Kant Transzendentalphilosophie genannt wird. Reflexion auf die Bedingungen der Möglichkeit von Gültigkeit. Und wozu auch die Transcendental Arguments, die sogenannten Transcendental Arguments in der sprachanalytischen Philosophie seit Peter Strawson gehören. Doch ich würde dies alles, vor allem den transzendentalphilosophischen Ansatz in der Philosophie, nicht zum Paradigma der traditionellen Metaphysik, der ontologischen Metaphysik rechnen, sondern zu dem seit langem schon angebahnten Versuch ihrer Überwindung durch transzendentale Reflexion. Ich kann hier meine Vorstellung nun einer Abfolge von drei Paradigmen der Prima Philosophia, nämlich ontologische Metaphysik, dann Transzendentalphilosophie des Bewusstseins und schließlich transzendentale Semiotik oder transzendentale Sprachpragmatik nicht in angemessener Form explizieren. Vor allem kann ich leider nicht deutlich machen, inwiefern hier nicht bei meinem Paradigmenbegriff, nicht wie bei dem von Thomas Kuhn, eine Abfolge inkommensurabler Paradigmen ins Auge gefasst ist, sondern zumindest auch eine Abfolge im Sinne der Aufhebung, Hegel, der jeweils vorausgehenden Paradigmen durch die Radikalisierung der kritischen Reflexion. Aber auf einen Hauptpunkt kann und muss ich im Rahmen des mir gestellten Themas wenigstens hindeuten. Für mich hängt das Paradigma der ontologischen Metaphysik deshalb mit dem nicht reflexiven Begründungsbegriff der modernen empirischen Wissenschaft zusammen, etwas aus etwas anderem herleiten, weil beide im Unterschied zur Transzendentalphilosophie ihren Gegenstand als etwas Kontingentes betrachten. Als etwas Kontingentes, das man von einem Standpunkt aus, den man nicht zu thematisieren braucht,
zum Gegenstand der Erkenntnis und auch der Infragestellung machen kann. So stellen zum Beispiel die Einzelwissenschaften die Warum-Frage an alles innerweltlich Thematisierbare. Und die ontologische Metaphysik stellt die Warum-Frage an die Welt im Ganzen. Etwa mit Leibniz so: Warum existiert überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Das ist die typische Frage der vorkantischen Metaphysik, in der die Welt als begrenztes Ganzes gesehen wird und so wie in der Einzelwissenschaft von der Warum-Frage thematisiert wird. Man fragt genauso auch auf die Welt als Ganzes bezogen, warum muss das sein und nicht vielmehr nichts? Man behandelt den Gegenstand als etwas Kontingentes, reflektiert nicht auf den eigenen Standpunkt, weshalb man das Kontingente hier distanzieren kann. Mit Kant wird das anders. Ist die Transzendentalphilosophie, die freilich bei Kant noch in ungeklärter Weise, das kann ich jetzt nicht im Einzelnen zeigen, mit der ontologischen Metaphysik zusammenhängt, fragt reflexiv nach denjenigen Vernunftbedingungen gültiger Erkenntnis, die man nicht als etwas Kontingentes distanzieren kann, weil man sie ja gerade bei aller Thematisierung von etwas als Kontingent schon voraussetzen muss. Von Descartes bis Husserl glaubte man nun in diesem Sinn nur das Ich-Bewusstsein, im Sinne des transzendentalen Solipsismus, Terminus von Husserl, durch transzendentale Reflexion als nicht bestreitbares Residuum möglicher Welteinklammerung auszeichnen zu müssen. Bei Husserl haben sie das typische Modell für die Behandlung der ganzen Welt als Kontingent, wobei das Residuum des Ich-Denke übrig bleibt. Das ist der letzte Klassiker der Transzendentalphilosophie des Bewusstseins, zweites Paradigma, besonders kartesianische Meditationen. Nun, seit Peirce und Wittgenstein wurde dagegen immer deutlicher, dass im prinzipiell solitären Subjekt intersubjektiv gültiger Weltinterpretation wegen der Es wurde immer deutlicher, dass ein prinzipiell solitäres Subjekt intersubjektiv gültiger Weltinterpretation wegen der Sprachabhängigkeit allen intersubjektiv gültigen Denkens nicht gedacht werden kann. Nun scheint jedoch die Gegenwartsphilosophie, die aus dem Linguistic Turn oder dem Semiotic Turn, Wittgenstein, Peirce, die Konsequenzen ziehen will, vor der folgenden Alternative zu stehen. Zwei Optionen scheinen möglich zu sein. Die erste Option scheint die zu sein, wegen der Abhängigkeit allen Denkens von kontingenten Sprachspielen und soziokulturellen Lebensformen, Wittgenstein, den Ansatz der Transzendentalphilosophie aufzugeben und auch die subjektiv-intersubjektiven Erkenntnisbedingungen insgesamt den kontingenten innerweltlichen Gegenständen der Wissenschaft bzw. der Alltagserkenntnis zuzuschlagen. So zum Beispiel Rorty. Die meisten Moderni, besonders die amerikanischen Neopragmatisten, sehen in solcher Detranszendentalisierung, auch ein Begriff von Rorty, die definitive Überwindung der Metaphysik. Sehr suggestiv auch für meinen Freund Habermas. Die definitive Überwindung der Metaphysik muss Detranszendentalisierung einschließen. Ich meine, man versteht das, dass der Hase in diese Richtung läuft. Mir dagegen scheint in der Ignorierung der transzendentalen und insofern nicht kontingenten Voraussetzungen gültiger Erkenntnis von Kontingentem eine Rückkehr zur naiven Einstellung der vorkantischen Metaphysik zu liegen. Natürlich möchten die naturalistischen Neopragmatisten jede Metaphysik gerade vermeiden. Aber die Detranszendentalisierung kann meines Erachtens nur dahin führen, dass man entweder die diskursive Philosophie und ihren universellen Wahrheitsanspruch überhaupt aufgibt, etwa zugunsten ihrer Transformation in schöne Literatur, wie Rorty vorschlägt. Und da berührt sich Rorty mit den Postmodernisten. Also Transformation der Philosophie mit Wahrheitsanspruch in schöne Literatur, die keinen Wahrheitsanspruch in dem Sinne mehr hat. Oder dass man einer reduktionistischen Metaphysik anheimfällt. Das heißt, einer Metaphysik nach dem Vorbild einer verabsolutierten Einzelwissenschaft.
die ja, wie ich sagte, nicht auf ihren Standpunkt der Weltdistanzierung reflektiert, sondern die Warum-Fragen einfach in der Intentio Rector naiv stellt und als Metaphysik dann auch diese Fragen auf das Ganze, als begrenztes Ganzes bezieht, aber auf ihren eigenen nicht kontingenten Standpunkt nicht reflektiert. Das ist der Punkt. Dagegen möchte ich nun die folgende zweite Option unserer Gegenwartsphilosophie setzen. Bei aller Anerkennung der Abhängigkeit unseres Denkens und Erkennens von Kontingenten kennen wir jetzt, das haben alle uns gezeigt seit 20 Jahren, von Collingwood ab, von Heidegger, von Gadamer ab, Wittgensteinianer, alle sind sich darüber ein, stimmen darin überein, dass wir von kontingenten Hintergrundvoraussetzungen, soziokulturellen Lebensformen und anderen Hintergrundvoraussetzungen abhängig sind. Anerkannt. Bei aller Anerkennung dieser Voraussetzungen müssen wir bei der Reflexion auf die zum Argumentieren gehörigen universalen Geltungsansprüche doch zugleich auch die nicht hintergehbaren und insofern nicht kontingenten Bedingungen gültiger Erkenntnis von Kontingentem anerkennen. Wie ist es denn zum Beispiel möglich, zu sagen, alles ist von der Seinsgeschichte abhängig? Auch unsere Vernunft ist von der Seinsgeschichte abhängig. Kraft welcher Vernunft kann man denn das mit Gültigkeitsanspruch sagen? Das ist das Argument etwa gegen Heidegger und Derrida heutzutage, nicht? Aber das geht stößt ins Leere, wenn man das sagt. Ich habe dem Rorty schon so oft gefragt, wie kannst du denn da immer sitzen und immer noch mit universalem Gültigkeitsanspruch sagen, dass es keine universalen Gültigkeitsansprüche gibt? Das ist ein Kriterium, nicht wahr? Der Rorty hat immer einmal gesagt, man müsse romanisch schreiben. Aber wir warten nur schon seit 4 Jahren darauf, dass Rorty anfängt, Romane zu schreiben, statt zu Kongressen zu gehen. Also diese nicht hintergehbaren Bedingungen der Rede über Kontingentes ist mein Problem. Diese transzendental-pragmatischen Bedingungen des Denkens als einer prinzipiell sprachgebundenen Verständigung über das innerweltlich Thematisierbare lassen sich freilich nur durch kontrafaktische Postulate und Antizipationen von der Kontingenz auch unserer endlichen Vernunftbedingungen abheben. Das ist das schwierige Problem, wie man diese nicht kontingenten Bedingungen von den kontingenten Bedingungen abhebt. Sie lassen sich zum Beispiel abheben als Postulat und Antizipation einer unendlichen idealen Argumentations- oder Kommunikationsgemeinschaft, die allein das transzendentale Subjekt eines definitiven Konsenses über das Wahre und über das normativ Richtige sein kann. Um dies aber jetzt schon, das ist nun wichtig, diese Ergänzung, die meisten sehen nur diese regulativen Ideen, um dies aber jetzt schon im Sinne einer regulativen Idee postulieren zu können, müssen wir auch unterstellen, und das sage ich gegen Derrida, dass wir auch jetzt schon in gewisser Weise des intersubjektiv gültigen Sinns der Zeichen, signifié, und der Wahrheit von Aussagen teilhaftig sind. Und zwar muss jeder Einzelne als nach wie vor unentbehrliches Subjekt von Evidenzfeststellungen und von Gewissensentscheidungen sich im Diskurs der realen Kommunikationsgemeinschaft, auf den er auch a priori angewiesen ist, in kritischer Autonomie auf den Maßstab des definitiven Konsenses der idealen Kommunikationsgemeinschaft beziehen können. Dies ist auch noch vorausgesetzt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.